Moin Leute, herzlich willkommen. Wir zocken wieder weiter Timberborn. Ich habe richtig Bock. Ich merke das halt, wo ich jetzt nicht mehr so lange Aufnahmesession mache. Kribbelt es mir immer in den Fingern. In den Kommentaren wurde ich nochmal darauf hingewiesen, dass wir das Ding hier auf jeden Fall wohl zu Ende bauen sollten. Das soll wohl doch sehr viel effektiver sein als die Faulwasserpumpen. Deswegen, das hatten wir beim letzten Mal auch schon wieder in Auftrag gegeben. Wir gucken mal, also da geht auf jeden Fall noch eine Menge Material rein. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier? Zahnräder sind hier jetzt noch nicht so viel drüben. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar. Das wird auf jeden Fall da schon mal das Ganze decken. Metallblöcke haben wir eigentlich auch gut, aber die haben wir anscheinend schon alle rüber in den anderen Distrikt gebracht. Aber wir sind ja hier auch fleißig am Produzieren. Also von daher mache ich mir da im Moment wenig Gedanken. Wir müssen mal gucken, wie sich das hier gerade so ein bisschen entwickelt. Irgendwie scheinen wir hier auch nochmal ein recht großes Industriegebiet dann zu kriegen. Weiß noch nicht, ob wir hier vielleicht dann auch irgendwann nochmal wieder Schluss machen. Im Moment, also klar, mit den Stelzen, das bietet sich gerade alles an, aber da wir hier auch schon so langsam uns den Weg hochbahnen, bin ich überlegen, ob wir vielleicht hier hinterher nochmal irgendwie was hinmachen. Das wird sich ja anbieten. Ja, theoretisch wird das ganz gut laufen. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall hier unsere Brücke fertig kriegen und den ganzen Kram. Ich glaube, wir sollten mal hier noch mal ein paar Prios verteilen. Das Ding hat schon hohe Prio, okay. Kriegen die beiden hier auf jeden Fall auch noch mal eine hohe Prio. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie die Nahrung wegkriegen, ne? Ich lasse mal hier ein bisschen weiterlaufen. Die Vollwasserflut steht bevor. Schleusentechnisch hier hinten haben wir es natürlich nicht mehr hingekriegt, aber das war auch abzusehen. Ja, und dann müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir hier die Schleusen hoch machen. Problem wird halt, wie gesagt, sein, dass wir hier das erstmal komplett alles verlieren werden, nahrungstechnisch. Ist ein bisschen ärgerlich, aber nach der Faulwasserflut werde ich, glaube ich, hier auch nochmal einen zweiten mit hinsetzen. Weil das Feld dann doch zu groß zu sein scheint. Und wie gesagt, hier haben wir auch irgendwie das Problem, dass anscheinend wir doch ein zu viel weggerissen haben, ne? Da bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher. Und hier könnte man halt, wie gesagt, auch überlegen, noch einen zweiten hinzubauen. Dass man vielleicht hier nochmal stelzenmäßig was hochmacht, ne? Der müsste ja dann theoretisch auch da komplett hinkommen. Wobei ich hier noch nicht sicher bin. Und das könnte eventuell sogar ausreichend sein für die kleine Fläche, ne? Weil hier haben wir ja doch enorm größere Fläche als da. Und hier anscheinend auch, ne? Ja, unsere Deichaktion hier startet auf jeden Fall auch schon mal. Das ist auch super. Da habe ich erstmal freigelassen. In der Hoffnung, dass die hier vielleicht trotzdem noch hinkommen. Da werden wir dann die Schleuse aber nachträglich auch noch mit einziehen. Aber wie war das denn? Wege über die Schleusen konnten wir nicht machen. Ne? Okay. Da wäre noch eine Option gewesen, aber wir gucken mal. Eventuell kommen die ja von dem Distrikt hier dann ja auch hingelaufen. Ich kann die Wege ja unendlich ziehen oder wir gehen hier wirklich vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, mit einer Treppe runter, dass sie vielleicht von da aus laufen. Aber die sollen sich jetzt hier oben, glaube ich, am besten erstmal um das da kümmern. Das, was sie hier bauen können, sollen sie bauen. Und ja, ich glaube, ich werde die von hier aus da nochmal mit hinziehen. Ne? Die müssten ja hier, die können ja zwei hochbauen. Dann lassen wir hier die Jungs und Mädels halt einfach machen, ne? Moment, das Faulwasser kommt schon. Dann müssen wir hier auch einmal drei, drei, drei. Okay, und ja, hier werden wir es durchlaufen lassen müssen. Wir machen aber hier hoch. Hier hoch. Und ich denke mal, dass wir das dann hier auf Null lassen und da auch auf Null lassen, damit das Vollwasser hier halt schnellstmöglich durchfließt. Ne? Dann kriegen wir hier auf jeden Fall jetzt mal gucken, nochmal garantiert ein bisschen mehr Energie. Die tut mir halt jetzt ein bisschen leid. Die müssen halt jetzt hier durchs Vollwasser durch. Ein bisschen blöd geplant, aber naja. Wir haben ja eigentlich genug Medizin, das sollte reichen.
Papier etc. haben wir auch alles genug. Also Gegenmittel können wir eigentlich genug herstellen, ne? Die 4 Tage sollten wir wohl hinkriegen. Hier können wir schon mal ein bisschen was wegsprengen. Dass wir hier schon mal ein bisschen Form reinkriegen. Ja, wir kommen hier mit der Energie auch weiter durch. Wie gesagt, hier können wir wirklich echt nochmal überlegen, ob wir hier vielleicht nochmal Papier und Bücher machen. Weil wie gesagt, Bücher sind halt auch immer noch ein bisschen schwierig. Das sollte da ja eigentlich noch ganz gut hinpassen. Hier haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen Platz gewonnen. Das heißt also, wir müssen irgendwie auch gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Dynamit kriegen. Und ja, also, wie gesagt, vielleicht nochmal hier so zu dieser Thematik mit dem Laufen. Also ich kenne das halt immer noch aus der Version damals, wo dann halt wirklich auf dem Weg irgendwann der rote Strich Ende war und die konnten halt wirklich einfach dort nicht drüber laufen. Ne? Deswegen, ich finde das auch mit den Distrikten eigentlich eine ganz coole Regelung. Ja, es ist halt im Game drin. Es wird halt wahrscheinlich auch irgendeinen Nutzen haben. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht so effektiv nutze, wie man es vielleicht könnte. Aber ja, ich glaube, ich werde auch irgendwann noch einen weiteren Distrikt aufmachen, bin ich ganz ehrlich. Also entweder, glaube das hier, das wird hier, glaube ich, dran hängen bleiben. Ich glaube, hierfür werde ich dann doch noch keinen neuen Distrikt machen, dass das hier unser Hauptdistrikt bleibt und auch der größte. Aber ich denke mal, dass vielleicht dann irgendwie hinterher hier oder so und ne, dass wir vielleicht so hinterher so in jeder Ecke, ne, wir haben jetzt hier oben links in der Ecke einen Distrikt, dass wir vielleicht dann hier oben rechts noch einen machen, also dass wir hinterher vielleicht so auf 5 Distrikte im Idealfall kommen, wenn ich schaffe, die Karte so weit zuzubauen. Ich glaube, das wäre schon nicht verkehrt. Dann haben wir so ein riesengroßes Zentrum, was halt wirklich dann einen großen Bereich ausmachen soll und in den Ecken nochmal kleine Distrikte. Ich glaube, auch von der Verwaltbarkeit her könnte das eventuell ein bisschen besser sein, ne? Ja, sobald die hier die Bäume weggefällt haben, würde ich halt, wie gesagt, auch hier in Angriff nehmen, dass wir hier uns das Ganze nochmal wegstauen. Dass wir diesen Bereich hier auf jeden Fall auch sauber halten. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht, ne? So, da darf ich noch keinen vorbauen. Da warten wir mal, bis der noch weg ist, bevor der dahinter nicht mehr rankommt. Aber dann ist das ja hier auch schon mal fast alles zu. Dann können wir hier auf 2 hochstauen. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wenn wir auf 2 hochstauen, kann es eventuell sein, dass uns das Wasser hier wegläuft. Aber da müssen wir mal gucken, ob wir hier dann auch irgendwie nochmal irgendwas gebaut kriegen, ne? Weil wie gesagt, wir müssen ja das Wasser dann hinterher hier lang führen. Das heißt, also hier wird auch nochmal irgendwie ein größerer Deich kommen und dann kann hier das Faulwasser sich meinetwegen stauen, wie es will, wenn wir das hier drüber abgeleitet kriegen. Guck mal, hier die erste Schleuse ist sogar schon fertig. Ja, die Biber sind fleißig, also kann ich mich nicht drüber beklagen. Na, jetzt hier mit dem Fluss, also wie gesagt, die Ecke hier ist auch das nächste, was wir noch irgendwie versuchen müssen rauszunehmen. In der Hoffnung, dass die zweite Reihe dann auch ein bisschen schneller dreht, ne? Weil, also, wenn die Windmühlen und alles drehen, ist halt super, ne? Ach, guck mal, da hinten haben wir schon die 2. Dann können wir hier auch anfangen, wieder ein bisschen den Weg zurückzubauen. Und das hier war alles dreifach Dynamit, ja. Oh. Und dann setzen wir da nämlich auch wieder dreifach Dynamit hin. Und wie gesagt, da bin ich dann mal gespannt, wie das Projekt mit dem Energiespeicher läuft. Ja, wie gesagt, ich wurde nochmal darauf hingewiesen, hier oben eventuell auch, ne? Also ich glaube, das war der Punkt. Ich glaube, du meintest ja nicht hier oben auf den Häusern, also dass wir hier oben auch nochmal ein paar große Windmühlen hinbauen. Dadurch, dass wir dann hier diese Energiespeicherreihe hätten, wäre ja hier auch noch Platz, ne? Wir können ja hier wirklich auch nochmal mit Erde ein bisschen auffüllen und alles. Das ist ja jetzt mit dem Erdbagger zum Glück dann doch ganz gut möglich. Und sollten dann auch so langsam gucken, dass wir nochmal irgendwie ein, zwei Schlammbäder vielleicht auch gebaut kriegen. Hier sind sie auch fleißig dran, hoffe ich mal. Bin sogar am Überlegen, weil hatten wir nicht auch hier irgendwo eine Gebäudeübersicht? Ja, ne? Wohnen, Arbeitsplätze. Energiespeicher
Energie, Wohlbefinden. Nee. Bauarbeiterunterkünfte haben wir zwei. Ich glaube, wir sollten vielleicht einfach noch ein paar mehr Bauarbeiter machen. Ach, guck mal, hier kann man auch die Produktivität sehen in der Übersicht. Das ist auch ganz praktisch. Das habe ich bisher auch noch nicht so ganz rausgefunden. Das ist ja ganz cool. Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Wäre halt vielleicht noch cool, wenn man das so ein bisschen besser, ne? Aber guck mal, wir haben in jedem Distrikt nur eine Bauarbeiterunterkunft. Also das heißt, klar, hier sind ja auch Bauarbeiter drin, ne? Also besser, die machen ja, glaube ich, alles. Ja, aber ich glaube, wir sollten dann doch nochmal gucken, dass wir in jedem Distrikt auch nochmal eine Bauarbeiterunterkunft bauen. Hier hingehend, dass wir da oben weiterkommen. Dann würde ich, glaube ich, hier oben einen hinsetzen. Das ist, glaube ich, dann recht zentral für den ganzen Bereich hier, wenn wir hier weiterbauen. Und hier, ich weiß gar nicht, wo haben wir denn hier die Bauarbeiterunterkunft gebaut gehabt? Da. Dann würde ich hier vielleicht wirklich gucken, dass wir hier unten auch nochmal eine hinsetzen, ne? Aber die würde ich jetzt, glaube ich, nicht direkt damit dran setzen. Das ist, glaube ich, ein bisschen doof. Also wir werden ja auf jeden Fall hier deutlich weiterbauen. Okay, hier wäre es natürlich echt geil, wenn wir schon gesprengt hätten, ne? Würden wir noch hier mit hinkriegen, glaube ich. Dann würde ich die, glaube ich, eher hier drauf setzen, weil dann haben wir sozusagen hier oben nochmal ein paar Bauarbeiter, da ein paar Bauarbeiter. Dann ist halt im Moment nur halt das Problem mit der Baustelle, dass die da ewig rennen müssen, aber ist ja auch nicht ewig, ne? Das ist ja jetzt, da wird jetzt einmal gebaut und dann nimmt der vielleicht nochmal. Also es kann vielleicht sein, dass wir hier auch nochmal eine Bauarbeiterunterkunft hinmachen, weil wir haben ja den Vorteil, wir können ja hier auch irgendwie mit einer Brücke noch rüber. Dann würden die ja hier oben den Bereich auch noch mit abdecken. Ich glaube, das macht schon Sinn. So, das heißt, brauchen wir da nochmal zwei und dann können wir das nämlich da so drauf setzen. Dann ist das damit angeschlossen. Und dann kriegen die hier auch nochmal eine Biberstatue. Ich weiß nicht, ich will die Biberstatuen auch nicht spammen, ne? Vielleicht doch lieber eher sowas, ja, ne? Haben wir nicht so viele von. Und die von allem was haben. Auch ein ganz geiler Tipp, den ich gekriegt habe, ist einfach die Plattform über die Wege setzen und da dann Dächer drauf bauen. Ja, damit die, wenn die da langlaufen, auch das mit den Dächern abgedeckt haben. Weil bis jetzt war das ja hier für mich immer eigentlich nur so auf den Hausdächern beschränkt. Also das fand ich halt auch eine geile Idee. Da sollten wir uns dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen was überlegen, dass wir vielleicht irgendwo doch auch mal so ein paar überdachte Wege machen. Dass wenn die dann permanent irgendwo langlaufen, auf jeden Fall immer das Gefühl von einem Dach haben. Ne? Ich weiß gar nicht, war das bei den Dächern eigentlich auch? Ja, es gab ja auch diese Einerdächer, genau. Da kann man ja dann schön wirklich das einfach mit einer überdachten Geschichte machen. Ne? Da müssen wir mal schauen, dass wir das vielleicht auch nochmal irgendwo so ein bisschen durchziehen. Hier, die Wege werden auf jeden Fall auch sehr gut angenommen und genutzt. Das gefällt mir alles. Mir gefällt halt nur noch nicht, dass wir halt im Moment zu wenig Biber haben, ne? Also hier die Häuser sind ja auch anscheinend schon wieder komplett überfüllt. Sollten hier vielleicht auch noch mal die Bäume wegfällen, ne? Dass wir hier vielleicht noch mal eben kurz eine Treppe runter machen. Und dann setzen wir hier einfach mal eben eine Holzfällerfahne hin. Geht ja jetzt nur darum, den Kram einmal abzubauen.
Ja, wie gesagt, klar, wir könnten die jetzt auch einfach so wegrotzen, die Bäume, ne? Aber ich will das Holz natürlich auch nutzen, ne? Weil hier in dem Distrikt, ich weiß es gerade gar nicht, aber ja, doch, eigentlich haben wir gut Bretter, ne? Ja, gut Bretter, aber kein Holz. Haha. So. Der innere Monk sagt, das muss weg, weil da wird nichts mehr abgebaut. Okay, wir haben halt im Moment keine Leute, ne? Aber. So kriegen wir einmal alles, ne? Ja. So kriegen wir einmal alles hier weg. Und dann müssen wir nur gucken, wie wir den Verbund kriegen hier, den guten. Machen wir das so. So, dann könnt ihr auf jeden Fall da oben, ne? Das heißt also, holztechnisch sollten wir dann jetzt erstmal gewappnet sein. In dem Bereich mit dem ganzen Altholz wird wir da wegfällen. Hier sind wir ja noch hier unten dran. Das läuft aber gerade alles nicht so geil. Achso, weil die jetzt gestorben sind wegen dem Faulwasser, ne? Aber gut, ist ja egal, die kann ich ja trotzdem fällen. Aber das ist halt das Problem. Wir werden jetzt hier echt ein paar Probleme kriegen. Ne? Ich weiß auch nicht, warum bauen die das nicht. Doch, bauen tun sie schon, aber ja, ich glaube, Moment, wir sollten mal eben hingehen, hier in dem Bereich zumindest die Dinge abschalten, weil sonst klauen wir uns hier wieder das komplette Wasser raus und wir haben hier nachher kein Wasser mehr, weil wir können ja jetzt nicht nachlaufen lassen. Dann haben wir auch den Vorteil, dass wahrscheinlich die anderen Arbeitsplätze besetzt werden, die halt gerade nicht laufen. Aber das hier sollten wir uns da gerade nicht wegziehen. Wobei wir hier theoretisch auch für Notfälle mal noch so ein, zwei Wasserableiter reinsetzen könnten. Ja, dass wir hier notfalls irgendwie den Kram wieder auffüllen können, aber. Ich denke mal, wenn wir nicht pumpen, also bis jetzt haben wir da ja unten immer rigoros weggepumpt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dynamit ist halt im Moment ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde einfach auch schon mal hier, also wir geben zwar gerade wieder eine ganze Menge in Auftrag, aber. Die Papierfabrik war so eine, ne? Die wurde so gebaut, dann würde ich, glaube ich, aber trotzdem erst einmal mit dem Ding hier gehen. Hier können wir dann immer noch da irgendwie mit rüber das anschließen, ja? Machen wir das einmal so. So, jetzt ist die Sache, brauchen wir noch was für die Veredelung? Weil eigentlich läuft die Veredelung ganz gut, ne? Aber ich würde einfach vorsorgehalber nochmal so ein Ding mit dahin bauen. Und ich glaube, ich würde das dann sogar hier so davor machen, weil dann können wir nämlich hier wieder mit raus. Dann haben wir das nämlich hier einmal so ganz gut und dann. Weiß nicht, können wir da direkt dran? Ja, ne? Ja, auch das nimmt der als Anschluss. So, und dann kommen wir doch hier langsam immer besser ran, ne? Stück für Stück kommen wir näher. So, und wenn wir den nämlich da so dran machen, können wir da nämlich direkt schon wieder hochgehen. Das Ganze so machen. Dann bauen wir mal direkt hier wieder weiter, damit wir uns da nicht hinterher wieder in die Quere kommen.
Und dann so, ne? Ups, das, sollte er so nicht machen. Jetzt muss ich gerade überlegen, was sinnig wäre. Also wir müssen hier auf jeden Fall wieder hoch. Und ich überlege gerade, ob wir hier schon hochgehen. Dann können wir hier noch einen hochgehen. Wobei, das hier reißen wir eh weg, ne? Hier wird ja eh keiner mehr langlaufen. Ich überlege aber gerade einfach hier sicherheitshalber so ein Ding einzubauen, dass je nachdem, wo wir hier noch hin wollen, halten wir uns da offen, ne? Ja, ich weiß halt noch nicht, wie wir den clever angeschlossen kriegen, ob wir hier irgendwie nachher dann von der Seite mit rangehen oder ob wir den wirklich hier noch irgendwie rumbauen. Das müssen wir mal schauen. Das ergibt sich noch, ne? Hier ein ganz natürlicher Baustil. So, guck mal, das. Okay, die Windmühlen drehen wieder ein bisschen mit, aber hier ist ja eigentlich nach Frage gering, weil sie halt jetzt nicht arbeiten, aber trotzdem, ich finde halt die 2400 PS hier sind schon nicht schlecht, ne? Und wie gesagt, wenn wir das hier hinterher zusammenführen, nochmal ein paar große Windmühlen dazu, das könnte schon was werden. Ich weiß halt nur nicht, warum die hier mit dem Rohr halt so Probleme haben. Müssen wir echt noch mehr Schlepper oder liegt es halt wirklich an den fehlenden Bauarbeitern? Bin ich mir gerade nicht sicher. Wir machen mal da, priorisieren wir mal das Bauarbeiter-Ding. Die Häuschen hier, die kriegen mal eine niedrige Prio. Hier sind sie schon fleißig bei. Da können wir schon bald ein bisschen tiefer sprengen. Und da haben sie das jetzt auch mittlerweile weg. Das ist wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, haben wir nur halt natürlich das Problem. Hier werden die, glaube ich, nicht hinlaufen. Also ich weiß halt noch nicht, wie das ist, aber ich glaube, mit dem Schwimmen halten die sich auch an die, an diese Ebenengeschichten, ne? Das heißt also, wenn, müsste ich da wahrscheinlich ja auch eine Treppe hinbauen, ne? Die schwimmen ja hier vorne auch nicht einfach rüber, ne? Aber kann das sein, dass die Arbeitsplätze in den Vollwassergebieten jetzt meiden oder vertue ich mich da? Naja, ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. So. Okay, also hier in dem Distrikt nahrungstechnisch, ja, aber nahrungstechnisch gesamt. Geht auf jeden Fall wieder ein bisschen nach oben, ne? Dafür, dass wir gerade in der Vollwasserflut sind und ja, eigentlich hier jetzt, wie gesagt, eine komplette Nahrungsquelle einfach mal gestorben ist. Ich glaube, ich läuft das ganz gut. Ich glaube, hier, wie gesagt, kommen wir auch gut mit dem einen hin. Und hier die zwei, die rocken das jetzt, glaube ich, ne? Also ich glaube, hier braucht nur echt zwei. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Wie gesagt, die Fallwasserflut sollten wir dann hoffentlich bald auch im Griff haben. Ne? Also es ist, es wird auf jeden Fall besser. Wie gesagt, ich habe das, also ja, man kann ja theoretisch aufgrund dieser, wir brauchen keine Distrikte mehr, ja eigentlich wirklich vom Start an sagen, jo, ich laufe direkt hier hoch mit dem Weg, ich mache mir hier alles dicht. Aber bin ich auch ganz ehrlich, das fühle ich nicht. Also ja, wir sind ja halt ein kleiner Biberstamm, der sich leisten, der sich erstmal entwickeln muss. Und erst wenn wir uns entwickelt haben, in Anführungszeichen, auch gelernt haben, mit den Widrigkeiten umzugehen, so, also das war halt jetzt der Zeitpunkt, wo ich gefühlt habe, dass ich jetzt sagen kann, jo, wir erweitern uns jetzt in die Richtung und jetzt macht es Sinn zu sagen, hey, wir haben gelernt, Faulwasserflut ist schlecht, wir machen jetzt was an der Quelle. Ja, mag zwar vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber ja.
Das ist ja, wie gesagt, ich glaube, das Spiel wäre auch sonst zu einfach, wenn ich jetzt hätte wirklich gesagt, so, hey, ich laufe jetzt da hin, klatsch mir da alles dicht, ich klatsch hier alles dicht und dann wird halt das Faulwasser und die Faulwasserflut halt einfach gar nichts ausmachen, ne? Das weiß ich halt nicht. Und wie gesagt, auch mit den Distrikten, ich fühle das mit den Distrikten halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es halt einfach eine Game Mechanic ist, ne? Auch mit den Robotern und das alles. Ich werde halt alles mitnehmen, was es gibt. Bin ich ehrlich. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht so krass abusen, ne? Also, es sind halt Hilfsmittel. Das gehört halt zum Spiel und irgendwie will ich halt auch alles von dem Spiel dann auch irgendwie nutzen, ne? So ähnlich wie jetzt mit dem Dynamit hier. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier einen wegsprengen. Okay, der ist jetzt aber nicht gesprengt worden, oder? Der hat das da weggeschafft, oder? Ich sehe auf jeden Fall. Nein! Ich sehe es doch. Er ist voll reingerannt. Oh Mann, und wir haben doch schon so wenig Biber, ne? Was haben wir denn da mal? Vier Arbeitslose. Wieso haben wir jetzt da drüben vier Arbeitslose? Und hier haben wir massig unbesetzte Plätze. Das geht nicht. Migrieren. Distrikt 2. 1, 2, 3, 4. So, okay. Also hier ist dann auf jeden Fall auch schon mal Ende Gelände. Schade Schokolade. Er ist halt, ne, stetig und konsequent pumpen wir das Dynamit raus, wenn das hier oben halt gleich einigermaßen fertig ist, ne? Das ist hier auch schon mal sehr, sehr gut. Ich weiß unbedingt, ob wir hier noch runtergehen, aber das Problem ist, wenn wir hier ein fließendes Gefälle haben, bin ich halt also kein Fan von, weil das Problem ist ja, wir sind ja dann irgendwann dauerhaft am Nachpumpen, ne? Also am Nachfließen lassen. Ja, hier die Sache, ich glaube, das ist schon ganz gut hier oben nochmal so. Also ich glaube, ich bin ein Fan davon. Also ja, mir gefällt diese zentrale Bauweise auch sehr schön, weil ich mir so denke, hey, City, ne, sieht halt geil aus, du baust halt voll hoch und alles. Hier werden ja auch noch ein paar Plätze rundherum, aber ich glaube, ich bin ein Fan von diesen kleinen zusätzlichen Distrikten mit den Wohnbereichen, ne? Also es ist nicht verkehrt, sagen wir es mal so. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall noch mal wieder. So was da drüber bauen, ne? Und wir da auch wieder eine Abkürzung drin haben. Ich glaube, so langsam kriegen die das hier auch nahrungstechnisch echt gut in den Griff. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Faulwasserflut hier einmal komplett weg ist. 17 kontaminierte Biber, das ist halt gerade nicht so geil, aber das, also hier auch, wie gesagt, der Weg ist halt von dem hier ein Feld kürzer. So, was wäre das denn hier? Den müssten wir dann, glaube ich, auf 0,5 stauen, wenn ich das richtig habe. Damit wir hier hinterher die gleiche Höhe hinkriegen, ne? Aber wie gesagt, erstmal auf 0. Man drückt sich hier jetzt schon komisch rum, ne? Aber wir müssen jetzt hier einmal sozusagen das Faulwasser auch wieder wegkriegen. Können hier auf jeden Fall auch nochmal eine Zweierschleuse hinbauen. Ja, weil das hier, das dauert halt echt Ewigkeiten, bis das hier durchgeflutet ist, ne? Das ist echt Kacke. Bis wir hier oben wieder sauberes Wasser haben. Ja, die Schleuse machen wir mal eben erst einmal auf Nulle. Aber das ist auch geil, ne? Also, wir sind schon flott. Also. Ja, ich gebe zwar immer sehr viel im Bau, aber ich finde halt, dass unsere Biber das echt gut machen. Ne, müssen wir eben abchecken hier. Okay, das reicht natürlich nicht.
Zwei sind wahrscheinlich auch zu wenig, oder? Ja, ein weiter noch. Oh, jetzt müssten wir doch da oben, ja, bis auf da hinten den kleinen Zipfel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also wie gesagt, das hier würde ich noch komplett wegsprengen, weil ich will hier unten, ne, das soll hier hinterher ein grünes Paradies werden. Und wie gesagt, die müssen wir mal gucken, wie wir die dann halt umleiten, ob wir die vielleicht von hier oben sogar direkt raus. Aber das sehen wir dann, ne? Also erstmal werden die auf jeden Fall wahrscheinlich kurzzeitig hier abkürzen. Ja, schauen wir mal. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht hier komplett überall so eine Sperre durchmachen, wobei wenn wir den hier durchfließen lassen, wäre es ja nur hier. Ach, schauen wir mal, schauen wir mal. Hier oben auf jeden Fall, dass unsere Biber immer was zu tun haben, ne? Das Plateau hier oben will ich schon irgendwie komplett dem Erdboden gleich machen. Weil wie gesagt, dafür haben wir da einfach zu viel Nutzen von. Wenn wir das hier komplett wegballern. Und dann, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen breiter. Und dann werden wir aber so ziemlich, glaube ich, mit den Bauformen weitergehen. Weil der gräbt sich aber auch sehr tief runter, ne? Könnte man das Ding eigentlich jetzt auch mit Wasser füllen? Jawohl, wird ja nichts bringen, wenn wir den mit Wasser füllen, ne? Weil wenn wir den mit Wasser füllen, du kommst da ja nicht mit der Pumpe dran, weil der ja die Fläche hier eindimmt, ne? Das wäre eine coole Kombi, wenn man das halt so, ne? Wobei ja auch Ewigkeiten Wasser nachfüllen müsstest. Na, hier sterben jetzt halt mehr oder weniger einmal alle Bäume ab, ne? Also der erpflanzt wieder, okay. Aber wieso kriegen wir denn das Wasser jetzt hier nicht rausgezogen? Müssen wir es doch einmal spülen. Ah, ne, nicht zu viel spülen, ne? Wir müssen es schon ordentlich spülen, aber. Machen wir da mal sicherheitshalber dicht, aber das muss jetzt hier einmal durchgespült werden. Das lassen wir jetzt die Nacht einmal durchlaufen. Wobei wir hier schon. Naja, die sind ja eigentlich auf Null, ne? Also eigentlich müsste das Wasser ja auch da, aber irgendwie. Ja, hat schon irgendwas. Bin mir nicht sicher, ob es geschwindigkeitstechnisch schon was bringt, das da zu verengen, aber. Genau, er sagt hier noch Faulwasser kontaminiert. Es läuft halt da noch nicht wieder raus. Und doch jetzt. Ja, wir müssen einmal warten, bis er hier wieder sagt, ist raus. Okay, wir müssen hier doch tiefer. Das hier machen wir mal wieder auf 3 hoch, die seitlichen. Und dann hier einmal spülen, ne? Das da muss auch irgendwie einmal abgesaugt werden. Aber ich glaube halt, dass das sich mittlerweile dann auch so. Ich sag mal, verflüssigt hätte ich fast, also so vermischt, ne, dass wir da halt, glaube ich, keine Probleme haben, oder? So, hier oben ist ja alles schick und sauber. Dann können wir hier schon wieder was reinlaufen lassen, damit die Pumpen hier auf jeden Fall laufen.
Genau, die hier können komplett auf 0 bleiben, das ist okay. Die können auch auf 0 bleiben. Da stauen wir uns eben ein bisschen was rein. Das hier sieht noch immer ein bisschen rötlich aus, ne? Weil das von da aus jetzt mit reinfließt. Aber hier könnten wir uns halt hinterher wirklich nochmal so einen riesen Faulwasserbehälterbecken machen, ne? Okay, ist immer noch durch Faulwasser blockiert. Oh, hier fangen sie auch schon mal an. Das ist sehr gut. Sieht so ein bisschen aus, als würde ich hier Minesweeper spielen. Wo ist die Mine? Na, das Ding ist auffällig, aber wir haben 31 Arbeiter zu wenig, ne? Ach ja. Mal warten wir mal ab, wenn der nächste Tag ist noch. Und ob das dann da alles ein bisschen sauberer ist. Was hat er hier? Kontaminiert mit Faulwasser und erschöpft. Okay, hier, das baut sich gerade auch irgendwie nicht wirklich. Der da hinten ist, okay, aber wir haben keinen Arbeiter mehr im Distrikt. Ja, wir sollten noch mal eben kurz ein bisschen Wohnraum schaffen, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das hier machen soll. Oder machen wir erst hier nochmal eine Etage drauf? Aber hier könnten wir nochmal eine Zweiersprengung machen, ne? Dann kriegen wir da auf jeden Fall noch ein Haus zwischen. Dann bräuchte ich da jetzt keine Stelzen hinsetzen. Dann können wir den Platz nämlich hier nochmal effektiv nutzen, ne? Auch nicht verkehrt. Können wir hier noch einen Zweier reinsetzen und dann hier oben einfach weiterbauen. Dann haben wir hier hinterher auch nochmal die Möglichkeit, dass die von hier aus auch hochkommen. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist sehr gut. Ja. Hier geht es sprengungstechnisch einfach weiter. Okay, da füllt halt keiner Wasser nach im Moment, aber kriegen wir auch noch einen Dreh dran. Aber irgendwie will das Faulwasser noch nicht so richtig abfließen. Die sieht er hier irgendwie, glaube ich, noch als zu an, kann das? Warum ist das hier alles noch fauliges Wasser? Okay, ich glaube, hier haben wir es jetzt. Ich glaube, hier sollten wir das jetzt entkontaminiert haben, oder? Zumindest sagt er hier jetzt nicht mehr durch Vollwasser blockiert. Naja, unsere Wasservorräte hier gehen auf jeden Fall gerade ein bisschen in die Knie. Deswegen würde ich hier die Wasserpumpen nochmal anmachen, wobei wir die hier auch wahrscheinlich irgendwann wegreißen werden. Aber im Moment brauchen wir sie noch. Dafür muss erst das Projekt hier weiter voranschreiten. Hier ist auch ein bisschen Faulwasser mit reingekommen, aber das können die Pumpen ab. Also es ist nichts, was kontaminiert. Das kriegen die ja irgendwie gefiltert, ne? Ne, gut. Achso, nicht über Material. Ich dachte gerade erst, da kommt keiner hin. Ja,
dann sollen die mal eben erst das da oben fertig bauen, weil dann können wir das da unten wieder wegreißen, ne? Und dann kommen sie nämlich auch da dran. Obwohl, das bauen sie, aber das nicht. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also, ich sehe gerade schon, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Wir müssen hier auf jeden Fall, glaube ich, wieder einen mit reinsetzen. Ne? Also, drei sind hier doch zu wenig, glaube ich. Dann werden wir den hier oben mit hinsetzen. Na, hätte eine recht gute Reichweite da rein, ne? Setzen wir den mit dahin. Und hier wegtechnisch machen müssen wir dann nochmal gucken, ne? Weil theoretisch ist der Weg hier überflüssig, aber wir brauchen ihn hierfür, ne? Das hier ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Dann bin ich early. Wie gesagt, könnte auch nochmal Sinn machen, das hier vielleicht nochmal wegzubringen auch. Dass wir hier so den kleinen Rand noch mitnehmen können. Irgendwie bis hier. Oder vielleicht sogar bis hier. Schauen wir mal. Aber im Moment ist das nicht so überlebenswichtig. Wichtig ist erstmal das hier. Das hier haben sie jetzt zugemacht. Na, genau, da wächst jetzt auch schön. Ja gut, das hier am Vertrocknen ist da an der Ecke. Das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Das würde ich hier nochmal eben fixen. Was hatten wir denn hier? Hatten wir Kiefer, ne? Kiefern und wieder ein paar Eichen. So. Gut. Aber wie gesagt, dann soll es hier erstmal das gewesen sein. Ja, ich freue mich weiterhin über jeden Kommentar. Inspirierend, sehr gut. Alles perfekt. So gehe ich auch mal ein paar andere Projekte noch an, die ich sonst gerne vor mir herschiebe. Das ist halt sehr geil. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch nicht habt, ein Abo wäre halt mega genial. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr noch nicht gesehen habt, ich bin ja momentan auch so mit den ersten Versuchen mal am Livestream. Ja, beim letzten Mal Deep Rock Galactic Survivor und im Moment streame ich ein bisschen Palworld, weil ich mit den Jungs zocke. Ist zwar momentan noch nicht so regelmäßig und kein Zeitplan, wird aber auch noch kommen. Ja, und ansonsten, wenn ihr irgendwie ein paar Ideen habt, was ihr mal gerne live gestreamt sehen wollt, gerne mal auch in die Kommentare, würde mich auch sehr freuen, dass wir da so ein bisschen was finden, was allen gefällt. Vor allem streame ich dann nicht vor 0 Leuten, also ich muss da echt mal einen Zeitplan entwickeln. Einfach online gehen scheint halt nicht die Lösung zu sein, ne? Aber wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.